Buddy, das ist Kick the Buddy. Hey, du stinkst. Was? Hast du gerade gesagt, dass ich stinke? Genau, du stinkst richtig hart. Ich hasse dich. Du sollst bitte aufhören, mich festzuhalten. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, Kick the Buddy. Oh, du kriegst jetzt erstmal hier eine kleine, aber feine Abservierung, okay? Denn wir haben nämlich hier ein wunderbares Lesemarken-Ding, wo wir uns tatsächlich verschiedenste Waffen aussuchen können, gegen die Buddy irgendwie ankämpfen muss, okay? Wir können uns einfach mal ein bisschen umsehen. Es gibt nämlich hier Stuff, ja? Und da können wir zum Beispiel explosive Dinger holen. Eine klassische Sache ist zum Beispiel so eine Granate. Das heißt, wir legen mal hier ein paar kleine Granaten hin und dann gucken wir mal, was abgeht. Wuhu! Na, Buddy? Oh mein Gott, findest du das immer noch witzig, ja? Oh, da, okay. Na, das ist, glaube ich, nicht mehr. Guck mal, da fällt ihm sogar schon die Watte aus der Hand raus. Also, da ist er du nicht mehr stinkst. So. Was? Immer noch? Immer noch beleidigt er mich, dass ich stinke nach den ganzen Granaten. Willst du etwa noch ein paar mehr Granaten, ne? Okay, jetzt habe ich ihn genockoutet. Wow, und dafür bekommen wir ein Geschenk. Aber nur, wenn wir Werbung gucken. Deswegen sind wir nicht ganz dabei. Schaut euch das an. Buddy braucht nur so 5 Sekunden, dann ist er einfach wieder da. Der ist aber wieder da. Der lebt einfach sofort wieder. Aha, immer diese kleinen Sockenpuppen. So, dann gucken wir mal, wer hier zuletzt lacht. Checken wir mal nochmal aus, was es noch so gibt. Hier, ein Fuel Tank. Hä? Was hältst du davon, Kumpel? Schau dir mal das hier genau an. Das hier ist ein Flammable Fuel Tank. Komm, ich schmeiß dich mal dagegen und wir gucken mal, was passiert. Er brennt! Oh, da ist aber jemand ganz schön hart am Brennen. Knockout! Okay, da hat sogar eine einzige von denen schon gereicht, um den zu knockouten, ne? Und er braucht wirklich nur 5 Sekunden, dann hört er wieder auf zu brennen und lebt wieder. Immer diese kleinen Sockenpuppen. Okay, checken wir mal aus, was es halt noch so gibt. Es gibt hier noch eine riesige Bombe. Die können wir uns noch ansehen. Das ist einfach Bombe. Eine Holy Grenade gibt es hier noch, okay. Eine Nuklearbombe, die kostet einfach 1000, Mann. So, Grenade M67, eine Monkey Bomb, eine Matryoshka, okay. Die Mega Bomb, okay, die Mega Bomb müssen wir uns anchecken. So, was ist die Mega Bomb? Also, du kleiner Freund, du kriegst jetzt von mir die Mega Bombe. Oh mein Gott. Alter, oh nein. Okay, ich drück drauf. Oh nein, wir müssen sie irgendwie durchschneiden. Oh nein! Es war das falsche Kabel. Oh mein Gott, wie krass war das denn? Warte mal, nochmal. Schaffen wir es diesmal den richtigen? Grün, rot, blau? Ich nehme grün. Nein, Alter, von ihm bleibt nur noch das Skelett übrig. Oh wow, das ist so krass, Mann. Okay, wir müssen es mindestens einmal schaffen. Okay, dann ist es rot. Was? Oh nein! Mit Rot ist es sogar noch schneller gelaufen. Oh nein! Okay. Gut. Checken wir nochmal aus, was der Airstrike ist. Der Airstrike sieht auch witzig aus. Da gehen wir mal drauf. Okay. Airstrike, bist du bereit, kleiner Buddy? Oh. Ich glaube, der... Okay. Da gibt es auf jeden Fall einen kleinen Airstrike nochmal. Aufpassen, Buddy! Das war auf jeden Fall ein viel zu großer Airstrike. Okay. Gehen wir mal von den Explosiven zurück. Die Megabombe war richtig nice. Die hat mir echt gefallen. Die anderen Sachen kommen erst alle noch. Die brauchen noch ein bisschen, okay? Dann haben wir hier auf jeden Fall Cold Weapons. Explosives hatten wir. Lass mal bei Cold Weapons reinziehen. Was haben wir denn da? Guck mal, wir haben hier auch so Shurikens oder Mace. Guck mal, Mace ist einfach so, so ein Morgenstern. Okay, wow. Damit können wir den kleinen Buddy einfach verprügeln. Wow, was? Oh nein, wir haben ihn grün und blau geschlagen. Aber das hast du davon. Sag mal, entschuldigst du dich jetzt eigentlich? Nein, Mann, ich hasse dich. Du stinkst. Habt ihr das gehört? Oh Mann, du bist so ein kleiner Frechdachs. Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken, dass wir ihn vielleicht doch noch dazu bekommen, dass er sich bei mir entschuldigt. Immer beleidigt er mich, immer diese kleine Sockenpuppe. Ich werde mich niemals entschuldigen. Oh Mann, okay. Gut, dann gucken wir mal. Es gibt noch ein Schwert. Das ist sowas wie ein magisches Schwert. Jawohl, guckt euch das mal an. Oha. Das ist wie ein Mixer einfach. Oha, mit dem Schwert ist voll schwer. Der ist richtig stark, Mann. Krass. Alter, der hat einfach sein Schwert zwischen dem Fuß eingeklemmt. Guck mal, wie er da sitzt. Oha, er kriegt nur Kratzer. Aber guck mal, die Kratzer heilen sofort immer wieder. Wir können übrigens auch auf die Mülltonne drücken.
zack. Und dann geht alles in die Mülltonne. So, okay. Schwert ist es also nicht. Oh, was? Hey, Buddy. Guck mal, was auf dich zukommt. Er ist sofort tot. Oh, wow. Okay. Wir nehmen mal nochmal kurz die Säge. Warte mal. Warte mal, wir können die tatsächlich so einfach... Oh, die Säge ist richtig effektiv, Mann. Die knockt ihn sofort aus. Und, Buddy, hast du jetzt deine Lektion gelernt? Nein, ich hasse dich. Aha. Komm schon. Nimm doch die nächste Säge. Ich habe keine Angst. Aha. Okay, okay. Ich verstehe. Gut. Dann lass uns mal etwas anderes nehmen. Wie zum Beispiel diesen Polizeischläger. Mal gucken, ob der was bringt. Wow, Alter. Wow. Der Polizeischläger ist ja richtig krass. Okay. Also der Polizeischläger, der hat auf jeden Fall nochmal... Oha, man kann sogar mehrere platzieren. Nice, Mann. Okay. Krass, Mann, damit geht er ja sofort kaputt. Okay, na. Okay, Buddy, wir werden dich wieder reparieren. So, was können wir als nächstes ausprobieren? Wir können hier, Autobuster, Ballistic Knives, Claws haben wir. Komm, wir nehmen mal die Claws hier. So, dann nehmen wir mal hier. Wow, warte mal. Wow, was? Wir haben ihm einfach seinen Fuß abgeschnitten. Warte mal, mit den Claws können wir richtig was abschneiden, Mann. Oh, krass, wir können ihn damit richtig so ein bisschen zerteilen. Oh, das war's mit Buddy. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so haben in unserem Repertoire. Wie zum Beispiel die Kettensägen, das Kettensägenschwert. Was auch immer das ist, Mann. Was ist das denn für eine Waffe? Junge, das Kettensägenschwert. Alter, das ist gar nicht so stark. Jawohl, ja, Mann. Oha, der überlebt es die ganze Zeit. Der kriegt einfach nur ein paar Kratzer vom Kettensägenschwert. Wie kann es sein? Oh mein Gott, es geht nicht mit dem Kettensägenschwert. Ah doch, jetzt liegt er drauf. Es interessiert ihn aber nicht. Guck dir das an. Oh Mann, ich bin nicht so schwach, wie du denkst. Ich werde immer gewinnen. Alter, jetzt hat er seinen eigenen Fuß da drauf gelegt. Er macht sich sogar lustig über mich. Nimm doch den Fuß von der Kettensäge, Junge. Es ist mir egal. Ich werde hier immer gewinnen, Roman. Das tut mir nicht mal weh. Gar nicht weh. Überhaupt nicht. Ich werde mich auch niemals entschuldigen. Dann brauchen wir hier, glaube ich, irgendwie eine andere Idee, wie wir hier durchkommen können. Wie wäre es vielleicht, wenn ich dich vielleicht mit einem Taser einfach mal taser, ha, Kumpel? Was hältst du davon? Oh mein Gott. Na, wie gefällt dir das, Kumpel? Ist es hier schon eher was nach deinem Geschmack? Das ist mir absolut egal. Oha. Oha. Na dann. Bitteschön. Oh mein Gott, das ist so crazy. Hey, ich habe gerade gemerkt, wir verdienen einfach Geld dadurch, indem wir einfach dann die ganze Zeit da Schaden zufügen. Das ist krass, so verdient man Geld in diesem Spiel. Okay, der Schocker ist schon ganz cool. Was macht der Rolling Pin? Können wir ihn damit irgendwie so ausrollen oder so? Ah, nee, wir können ihn einfach nur damit schlagen. Einfach mit diesem Teigausroller. Alter, der Teigausroller ist richtig stark. Wir hatten gerade eben ein Kettensägenschwert und das Kettensägenschwert war nicht mal ansatzweise so stark wie dieser kleine, aber feine Teigausroller. Oh Mann, der kleine kickt im Buddy. Okay, okay. Die Feder kostet 7300. Excellent choice. Es gibt einen Gartengnom? Was soll das sein? Was macht dieser Gartengnom? Kann man den einfach werfen? Oh, man kann den einfach werfen und der zerbricht dann einfach. Der Gartengnom ist ja mega schrottig. Guck dir das mal an. Das sind einfach nur so Gartengnome, die ganze Zeit den einfach nur anfassen. Also die den einfach nur ärgern. Was? Der ist davon gestorben? Nein. Der ist auf K.O. gegangen durch die Gartengnome. Die haben doch gar nichts gemacht. Diese Gartengnome sind also so stark, dass der dagegen verliert. Das ist so dumm. Guck dir das an. Der verliert einfach gegen diese Gartengnome. Nein, Roman. Ich habe Angst vor Gnome. Weg damit. Ah, Gnome sind also seine Schwachstelle. Okay. Na dann, gucken wir mal, was es noch so für Objekte gibt. Machen wir noch eins. Glas. Nehmen wir einfach mal Glas. Oh, okay, aufpassen. Kumpel, das ist gefährliches Glas.
Mit Glas spielt man nicht. Oh nein! Oh nein! Oh, da ist jetzt zerbrochen das Glas. Kann man das ganze Glas kaputt machen? Oh nein! Seine Hand steckt im Glas. Oh nein! Was? Er lebt wieder! Er lebt wieder und er hat das Glas einfach in der Hand. Hey, gib mir mein Glas zurück! Gib mir mein Glas zurück, Mann! Der hat mir einfach mein Glas weggenommen. Guck mal, er hat es immer noch in der Hand. Gib es mir zurück! Gib es mir zurück! Oha, krass, Mann. Wie stark muss man dieses Glas eigentlich hauen? Oh. Jetzt ist er ganz drin im Glas. Okay, gut, räumen wir auf. So, der Buddy ist also immer noch frech. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall hier noch eine starke Sache, mit der wir hier nochmal durchziehen können. Wollen wir ihm was zu essen geben? Eine Kartoffelkanone zum Beispiel. So. Wir können ihn mit Kartoffeln abschießen. Komm, iss doch ein paar Kartoffeln. Du magst doch bestimmt Kartoffeln, oder? Komm schon, hier, iss doch eine. Alter, er hat einfach eine ins Auge bekommen. Oh nein, der Arme. Hier, willst du noch eine Kartoffel? Guck mal, wenn man dem die auf den Kopf schießt, die Kartoffeln, kann der ein blaues Auge davon bekommen. Oh. Das ist so komisch. Oh, jetzt hat er ein Pflaster einfach auf der Backe. Oh Mann, die Kartoffelkanone. Tomaten! Wir können auch Tomaten auf ihn schmeißen. Hier. Nice, Mann. Hier, bitteschön. Schmeiß mal ein paar Tomaten auf ihn. Hier, bitteschön. Hier. Nimm. Nice. Es gibt auch eine Suppe. Was sind denn so die anderen Sachen? Die dauern noch ein bisschen. Eiscreme gibt's noch. Was ist denn Eis? Oha, wir können ihn einfach mit so einer Eiscreme verprügeln. Was? Und ist dir kalt, Kleiner? Ha? Oh, mir ist so kalt, dass ich glatt zittern könnte. Oh, okay. Okay, Kleiner. Okay. Wie wär's dann mit etwas zum Aufwärmen? Ha? Wie wär's mit ein bisschen Chili-Soße? Oha, was? Die Chili-Soße ist so heiß gewesen, dass er brennt einfach. Hier noch ein bisschen mehr Chili-Soße. Wer mag keine Chili-Soße? Oh. Das war zu viel Chili-Soße für den Kleinen. Okay, Leute, das war's für heute mit Kick the Buddy. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn Kick the Buddy nicht wieder mal zu viel Chili-Soße gegessen hat. Haut rein, Leute. Ciao.